Was ist Energie? Kann man Energie sehen oder sogar spüren? Diese und mehr Gedanken machen sich jetzt unsere Energiedetektive aus dem Pinzgau. Energie, Muskelkraft, wenn man Rad fahren geht, wenn sich ein Auto fortbewegt. Wenn man zum Beispiel den Strom einschaltet. Ja? Ja. Wenn man zum Beispiel Warmwasser auch aufschaltet, wird auch Energie benutzt. Und Sonnenenergie gibt es, erneuerbare und nicht erneuerbare Energiequellen. Ja. Wenn man mit dem Auto fährt, benutzt man ja auch Energie. Ja. Die Energie wird vielfach im Mund geführt und keiner überlegt eigentlich, was das ist. Also die Energie ist technisch gesagt die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Das ist so richtig spannend formuliert, gell? Denkst du? Letztlich ist es genau das, warum unsere Welt funktioniert und warum es Leben gibt auf der Erde. Ohne Energie gibt es das alles nicht. Und wir Menschen, wir verbrauchen sehr, sehr viel von der Energie, ohne zu überlegen, haben wir genug davon, woher kommt sie und wie viel kostet sie. Und die Energie als solches ist sehr günstig. Sie kostet wirklich nicht viel Geld, nur weil wir so viel verbrauchen, da wird es teuer. Drum schimpfen manche und sagen, die Energierechnung, die ist so hoch, das kostet so viel Geld. Also die Energie ist was Kostbares, sie ist in der Natur, sie kommt aus der Natur und wir sollten sparsam damit umgehen.